Wir feiern den 70. Geburtstag von Josef Vissarionowitsch Stalin, weil wir in der von ihm geführten Sowjetunion einen treuen Bundesgenossen bei der Verteidigung, Erhaltung und Erneuerung der deutschen Kultur besitzen. Die hohen moralischen Werte des der Sowjetkultur innewohnenden Humanismus sind für alle Völker ein wirksamer Schutz bei der Verteidigung ihrer nationalen Kultur gegen die antihumanistischen Tendenzen des amerikanischen Kosmopolitismus. Wir feiern den 70. Geburtstag von Generalismus Stalin, weil wir in ihm die bedeutendste politische und menschliche Persönlichkeit unserer Epoche ehren und schätzen. Wir feiern ihn, weil sein beispielgebendes Leben und sein gewaltiges Werk immer dem Fortschritt, dem Frieden und der Völkerverständigung gewidmet waren und sind. Stalins gewaltige Rolle als Persönlichkeit besteht darin, dass er, wie kein anderer, die drei Grundfragen unserer Zeit, die soziale, die nationale und die des Friedens, mit dem im eigenen Weitblick, mit staatsmännischer Weisheit und überlegener politischer und organisatorischer Energie auf einem Sechstel der Erde zu lösen verstanden hat. Stalins Rolle als Persönlichkeit besteht darin, dass er, der treue Schüler und Mitkämpfer Lenins, der anerkannte Führer und Lehrer der zukunftsreichsten Klasse der Gesellschaft, der Arbeiterklasse, in der ganzen Welt ist und sie auf einem Sechstel der Erde zum Sieg und zur Freiheit geführt hat. Und Stalins Rolle als Persönlichkeit besteht schließlich darin, dass er die Sowjetunion, diese Sechstel der Erde, zum festen Bollwerk und zur Grundlage des Friedens und des Fortschritts in der Welt gemacht hat. Leben und Werk von Josef Vissarionowitsch Stalin haben entscheidend dazu beigetragen, die Beziehungen zwischen den Völkern zu verändern. Sie sind natürlicher, gesünder, einfacher, kurz menschlicher und herzlicher geworden. So ist es diesen neuen natürlichen Beziehungen zwischen den Völkern zuzuschreiben, wenn heute auch das deutsche Volk die Freude der Völker der Sowjetunion und aller Friedensfreunde in der Welt teilen darf. Es ist diese, den natürlichen Beziehungen zwischen den Völkern entspringende Freude, der wir Ausdruck verleihen mit dem Ruf, in den ich Sie bitte einzustimmen. Der große und bewährte Führer und Lehrer der Völker der Sowjetunion und der ganzen fortschrittlichen Menschheit, der beste Freund des deutschen Volkes, Josef Vissarionowitsch Stalin, er lebe! Hoch! Hoch! Gemeinsame Erklärung aller Fraktionen der provisorischen Volkskammer und der provisorischen Länderkammer zum 70. Geburtstag von Generalissimus Stalin. Heute begeht Generalissimus Stalin, der bedeutendste Staatsmann unserer Epoche, seinen 70. Geburtstag. Dieser Festtag der friedliebenden, fortschrittlichen Menschheit ist auch ein Feiertag für alle friedliebenden und nationalbewussten Deutschen. Denn Deutschland muss wie keine andere Nation um den Frieden ringen. Die deutsche Bevölkerung will keine Remilitarisierung, keine Aufrüstung, kein Söldnerheer im Dienste von Wall Street. Um zur einheitlichen Nation zu werden, um wirtschaftlich und sozial leben zu können, muss sich Deutschland geschlossen in die Front der Friedenskämpfer einreihen. Das deutsche Volk begreift in steigendem Maße, dass nur der Friede die Zukunft der Völker sichert. Und so blickt es vertrauensvoll auf Stalin, den Führer der Sowjetunion, der an der Spitze der Friedensmächte steht. Wir wünschen dem weisen Führer der Völker der Sowjetunion, Stalin, für viele, viele Jahre beste Gesundheit und volle Schaffenskraft zum Wohle der Menschheit und für den Frieden der Welt. Dieser Beifall, den die Anwesenden stehend spenden, drückt wohl deutlicher als andere die einstimmige Zustimmung zu dem vor, was Dr. Lobetanz verlesen hatte. Wir ehren nun den Generalissimus Stalin, sein Volk und sein Land, indem wir die sowjetische Nationalhymne hören.
wir den Berliner Rundfunkchor um den Vortrag unserer Hymne. Deutschland gilt all unser Sinnen, Mühen und Schaffen. Der Weg dahin führt über die Freundschaft für immer mit der Sowjetunion. Gewiesen hat uns diesen Weg Josef Stalin, dem zum heutigen Tage Johannes Erbecher sein neuestes Dichtwerk gewidmet hat, das Dichtwerk Auf einen Namen. Ich schließe unsere feierliche gemeinschaftliche Sitzung mit den letzten Worten dieser Dichtung. Du zogst ins Volk für alle Zeiten ein. Du bist im Volk, du wirst unsterblich sein. Applaus